In diesem Video schauen wir uns die alternative Linux-Distribution Elementary OS an. Diese orientiert sich an der Benutzeroberfläche von Mac OS, kann aber auf jedem Rechner installiert werden. Werft auch gleich mal einen Blick in die Kapitel in diesem Video, denn das wird jetzt relativ lange werden. So, ich bin hier auf der Seite von Elementary. Den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Man wird hier aufgefordert, etwas zu spenden. Wenn man nichts spenden mag, dann gibt man einfach 0 an und kann hier die ISO herunterladen. Das mache ich jetzt einmal, also hier einmal speichern. Als nächstes gehe ich auf die Seite von Rufus. Ich bin jetzt halt auf einem Windows-PC. Wenn ihr ein anderes Betriebssystem habt, gibt es andere Software, um einen USB-Stick bootbar zu machen. Ich gehe hier auf Download Rufus 3.11. Mache ich hier das einmal und den Rufus kann ich jetzt installieren, während das andere noch runterlädt, beziehungsweise einfach starten, scheint einfach nur portabel zu sein. Als Laufwerk habe ich jetzt hier meinen USB-Stick ausgewählt und hier kann ich jetzt eine ISO-Datei auswählen, nämlich ein Abbild. Klicke ich hier auf Auswahl und unter Downloads kann ich das dann auswählen. Jetzt klicke ich hier auf Start, hier klicke ich jetzt auf Ja und nochmal auf OK. Jetzt weist er mich darauf hin, dass der USB-Stick gelöscht wird, auch nochmal OK. Und jetzt heißt es warten. Als nächstes muss ich dann den USB-Stick in den PC stecken, auf dem ich ja Elementary OS installieren will und muss da den USB-Stick als Boot-Medium auswählen. Das kann ich entweder über das Boot-Menü tun, das ist oft die Taste F12 beim Hochfahren, oder ich muss ins BIOS gehen und die Boot-Reihenfolge ändern. So, jetzt fahre ich mit dem USB-Stick hier hoch. Und wir gehen jetzt einmal die Installation gemeinsam durch. Als erstes kann ich hier schon mal die Sprache auswählen. Überraschenderweise nehme ich jetzt hier einfach mal Deutsch. Hier oben ist es unter DB Deutsch. Und hier werde ich jetzt direkt Elementary installieren. Ausprobieren möchte ich es jetzt hier nicht. Hier hat er jetzt auch schon zweimal Deutsch ausgewählt. Deshalb kann ich hier auch auf Weiter. Ja, das ist eine Entscheidung, die müsst ihr treffen. Der kann Third-Party-Software installieren. Dann sind die aber proprietär und folgen nicht mehr dem Open-Source-Prinzip. Ich lasse den Haken jetzt mal raus und gehe auf Weiter. Das ist dann sinnvoll, wenn ihr vielleicht Hardware habt, die spezielle Treiber braucht. Hier lasse ich Festplatte löschen und Elementary installieren angehakt. Und sage aber auch, dass ich das Ganze verschlüsseln will. Klick auf Jetzt installieren. Und kann jetzt den Key eingeben, ja, der zum Entschlüsseln der Festplatte dann benötigt wird. Ihr solltet natürlich kein schwaches verwenden. Ich klicke auf Jetzt installieren. Hier bestätigen wir noch, dass die Festplatten formatiert werden und klicken einfach auf Weiter. Die Zeitzone lassen wir auf Berlin stehen und jetzt kommt der Anmeldename und das Passwort. Ich mache das jetzt mal ganz unsicher natürlich und melde mich auch automatisch an. Sobald die Installation dann abgeschlossen ist, werden wir aufgefordert, die Kiste neu zu starten. Und das mache ich natürlich jetzt auch. So, die ISO-Datei soll man jetzt rausnehmen, beziehungsweise den USB-Stick, also das Installationsmedium, und dann kann neu gestartet werden. Beim ersten Hochfahren oder bei jedem Hochfahren sowieso bekommen wir jetzt hier die Meldung, dass die Disk entsperrt werden muss. Klar, wir haben ja ein Passwort eingegeben. Das Ganze ist jetzt verschlüsselt und deshalb müssen wir erst das Entschlüsselungspasswort eingeben. So, man bekommt jetzt hier so ein, ja, Startscreen, da kann man hier mal die Ortungsdienste ausschalten. Machen meiner Meinung nach wenig Sinn. Nachtmodus, sowas finde ich immer eigentlich ganz nett. Bin jetzt hier nur in der VM, da bringt es nicht viel. Genau, sowas kann man immer mal anhaken, kann man sich mal durchklicken. Das App Center schauen wir uns gleich genauer an und jetzt können wir hier mal sagen, beginnen. So, jetzt bin ich im Betriebssystem drin und jetzt würde ich euch ein paar Tipps geben, bevor wir jetzt anfangen zu arbeiten. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht, was ich euch jetzt alles noch mit auf den Weg geben will. Zum einen, sehr schön bei Linux ist immer, man hat hier so eine Art App-Center, also eine Paketverwaltung, die wie auf dem Handy zum Beispiel automatisch dafür sorgt, dass man immer mit den aktuellsten Paketen oder halt Programmen versorgt ist. Hier kann man dann auch Sachen installieren oder deinstallieren. Und genau das machen wir jetzt nämlich. Ich gebe hier oben mal GNOME ein und Laufwerke. Hier gibt es das Programm GNOME Laufwerke, das kann ich hier einfach mal installieren. Das sollte man installieren, um das Passwort der Festplattenverschlüsselung über die GUI ändern zu können. Ich habe keine andere Möglichkeit gefunden. Man möchte ja das Betriebssystem jetzt nicht unbedingt übers Terminal steuern und von daher finde ich das schon wichtig, dass man einen schnellen Zugriff auf so eine Passwortänderung hat, vor allem wenn man es dann verloren hat. Zeige ich euch auch gleich, wie das geht. Ich drücke hier auf Öffnen. Hier ist jetzt diese Laufwerksverwaltung offen. Hier ist meine verschlüsselte Partition. Erkenne ich daran, dass hier Lux steht. Und wenn ich jetzt hier auf diese Zahnrädchen gehe, habe ich hier die Möglichkeit, die Passphrase zu ändern. Das war es auch schon. Gut. Also das einfach mal vorinstallieren für den Fall, dass man das später braucht, dann muss man es nicht hektisch suchen. Als nächstes installieren wir den Firefox.
oder irgendeinen anderen Browser. Nur das Problem mit dem vorinstallierten Epiphany-Browser ist, dass der keine Plugins verträgt und ja, dann so Sachen wie Werbeblocker auch eher schwierig sind. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, LibreOffice. Da wird es ein bisschen komplizierter, schlicht und ergreifend. Deshalb, wenn ich nämlich hier mal drauf gehe, ich weiß gar nicht, ob jetzt hier die Version dabei steht, aber auf jeden Fall habe ich das Ganze schon mal installiert. Und installiert wird die Version 6 und mittlerweile gibt es die Version 7. Komischerweise ist das hier noch nicht integriert. Deshalb müssen wir da mal kurz Hand anlegen. Ich gehe mal hier oben auf die Apps und tippe Terminal ein. Und hier gebe ich einmal ein. Hier gebe ich einmal nicht ein, sondern ich kopiere mir das Ganze hier raus. So, Rechtsklick, einfügen, trotzdem einfügen, Enter. Dann geben wir unser Benutzerpasswort ein. Und bestätigen, dass mit J soll durchgeführt werden. Und das Ganze machen wir jetzt hier mit dem Kram hier auch. Nochmal einfügen. Mit Enter bestätigen. Und nochmal Rechtsklick einfügen. Jetzt können wir hier so ein Get-Update machen. So, haben wir das. Und wir gehen mal hier zurück. Ich gehe nochmal ganz raus und hoffe, dass der uns jetzt den richtigen installiert. So, hier gebe ich nochmal LibreOffice ein. Okay, LibreOffice. Zum Beispiel haben wir jetzt hier den LibreOffice Writer. Gehe ich mal hier auf Installieren. Dann schauen wir gleich mal, welche Version der hat. So, hier habe ich schon mal stehen, was man deinstallieren kann. Aber da habe ich noch was vergessen bei den Must-Have-Installs, und zwar Evolution Mail. Das installieren wir auch einmal ganz schnell. Ich sage auch gleich warum, aber wir installieren es jetzt mal. Einfach hier Evolution eingeben und hier wird es dann angezeigt. Ich habe mal ein extra Video zu Evolution Mail gemacht, könnt ihr in der Infokarte sehen. Ich war deshalb da recht begeistert von, weil das nämlich eine Komplettlösung ist. Das hat die Kontakte drin, die Kontakte-Synchronisierung. Also wenn ihr web.de, GMX, Google Mail oder sonst irgendwas habt, da habt ihr auch eure Kontakte in der Regel drin. Das kann das synchronisieren und es kann auch den Kalender synchronisieren und es kann E-Mail synchronisieren. Das hat den Vorteil, ich habe einfach ein Programm, weil ich habe jetzt hier das Problem, es ist zwar eine Kalender-App vorinstalliert, ja, aber die ist halt nicht integriert mit der E-Mail-App. Finde ich einfach unschön. Klar, ich kann jetzt hier CalDAV hinzufügen, aber dann habe ich schon wieder keine Integration mit den Kontakten, wenn ich was einladen will. Kontakte habe ich hier, glaube ich, gleich gar nicht drauf. Da müsste ich also sowieso noch was installieren. Von daher gleich eine App, die alles kann, und dann kann ich mir die zwei hier sparen. Also, deinstallieren wir die ganze. Ich gehe zurück zur Suche. Hier hat er mir es schon. Also hier schlägt er mir Kontakte vor, die könnte ich jetzt auch separat installieren. Aber Kalender ist ja schon installiert, den deinstalliere ich jetzt gleich mal. Aha, die möchte er nicht deinstallieren. Jetzt hat er es aber trotzdem deinstalliert. Gut, also ist weg. Und dann haben wir noch Mail. Kann man auch mal drauf gehen, auch einmal auf deinstallieren. Also Kalender hat er noch nicht deinstalliert. Jetzt installiere ich erstmal. Irgendwie hat er noch ein Problem, diesen Kalender zu deinstallieren. Das ist jetzt toller Vorführeffekt. Hat eigentlich mal geklappt, ansonsten machen wir es über Purge oder Remove, über die Paketverwaltung im Terminal. So, nochmal ein Versuch, den Kalender zu entfernen. Hier scheint es jetzt zu gehen, bestätige ich mal mit Ja. Den Befehl bekommt ihr natürlich in der Videobeschreibung. So, das sah jetzt ganz gut aus. Hier unten kraut er sich auch gerade aus. Das heißt, irgendwie hat er ein Problem bei der Deinstallation in der grafischen Oberfläche. Ist aber auch egal, ich packe euch den Befehl in die Videobeschreibung und kann dann hiermit deinstalliert werden. Gut, ich habe noch hier drauf den Browser, dass wir den deinstallieren sollten. Das machen wir auch gleich. Den Epiphany, der ist hier, oder Gnome Web, wie auch immer. So, der lässt sich tatsächlich deinstallieren. So, damit haben wir jetzt die spannenden Sachen einmal installiert. Evolution Mail, jetzt kann man sich das unten wieder, genau, da ist Evolution. Das kann ich mir natürlich jetzt hier unten reinziehen, genauso wie ich mir jetzt den Firefox da unten reinziehe. Und dann habe ich hier wieder alle meine Programme drin. Und ich hatte ja noch gesagt, wir schauen uns den LibreOffice Writer an, ob der in der richtigen Version da ist. Ich finde den ehrlich gesagt hässlich, aber okay. Also wenn man das mit dem Windows Office vergleicht, naja. So, About, LibreOffice, hier haben wir die Version 7, perfekt. Okay, es hat also geklappt. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht völlig durcheinander gebracht, weil ich ja auch ein paar Sachen parallel gemacht habe. Deshalb gehen wir die Liste noch einmal durch.
Ich würde euch die Software empfehlen zu installieren, die hier auf der Liste steht. Zwar GNOME Disks zum Ändern des Passwortes, der Festplattenverschlüsselung, Firefox als Browser, einfach deshalb, ich mache ihn jetzt gerade mal auf, weil wir dann hier die Möglichkeit haben, zum Beispiel einen Werbeblocker zu installieren. uBlock Origin gibt es für Firefox, kann ich hier draufklicken auf die Add-on-Seite und zu Firefox hinzufügen. Klicke ich hier einmal auf Erlauben oder auf Add. Und jetzt habe ich uBlock Origin drin. Kann ich mit dem vorinstallierten Browser leider nicht machen. So, LibreOffice ist gar nicht vorinstalliert, sollte man aber darauf achten, dass man die richtige Version hat. Deshalb einmal diese drei Befehle absetzen und dann halt die neue und nicht die veraltete Version installieren. Evolution Mail war die Empfehlung deshalb, weil da die Kontakte, Kalender und Mails einfach vernünftig in einem Programm sind und ich nicht drei verschiedene Programme habe, vor allem weil die ineinander integriert sein müssen. Deinstallieren würde ich dann wiederum den vorinstallierten Browser, der bringt nicht besonders viel. Den Kalender würde ich deinstallieren, den haben wir ja über Evolution Mail ersetzt. Und ja, das Mail-Programm kann man dann ja auch entsprechend deinstallieren. Ansonsten hat man jetzt hier ein sehr schönes und arbeitsfähiges Betriebssystem.